Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und beim finalen Kapitel von Valkyria Chronicles. Apropos Kapitel, falls ihr später auf YouTube dazuschaltet und hier mal reinschaut, unten gibt es eine Kapitelauswahl, falls ihr bestimmte Quests oder Skirmishes sucht. Aber ich werde mich heute vor allem mit dem Finale beschäftigen. Ich frage mich gerade, ich sehe hier gerade die Seiten, es scheint ziemlich viele Zwischensequenzen zu sein und eigentlich erstmal überhaupt keine Kämpfe, keine Kampffelder. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch ein Kapitel, wo dann gekämpft wird. Und jetzt gibt es erstmal ziemlich viel Zwischensequenzen. Die wahre Cordelia. Ich bin auf jeden Fall beim letzten Mal, nee, vorletzten Mal. Letztes Mal haben wir ja die ganzen Nebenmissionen gemacht. Aber vorletztes Mal schon vorgewarnt worden, dass ich es ein bisschen trainieren soll. Das haben wir beim letzten Mal damit getan. Und ich hoffe, das reicht. Nicht, dass wir nochmal farmen müssen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen so langsam an. Hier gibt es anscheinend sehr viele, wie gesagt, Zwischensequenzen. Meine Vermutung war ja, dass die Cordelia keine Walküre ist. Die beruft sich ja immer bei ihrer Regentschaft auf ihr Walkürenblut. Ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht der Fall. Die ist ja beim letzten Mal verraten worden. Von daher wird es jetzt ganz interessant. Hoffe ich. Your Highness honors me with an audience. I offer my thanks. We Maximilian stand humbly before you. Your Highness, you must allow me to apologize for the somewhat brutish manner of my entrance to your domains. We'd expect no less from Europa's premier commander, the great Maximilian. To cross our sovereign border with such lightning speed. Your tactics are admirable. And you are the one they call Borg. You attempt to ally yourself with the Federation. Then you turn over a new leaf and become the Empire's informant. It is all to ensure that Gallia remain a stable nation, of course. Ours is a small land, as you know. Our fate is made secure by such agreements. The sovereign state of Gallia will accept unconditional surrender and become a vassal state to your Empire. In return, by our treaty, and your grace's favor, I, your humble servant Borg, will rule Gallia in your stead. I'm afraid you're mistaken. What use could we possibly have for Gallia as a vassal state? We, Maximilian, shall be the one to assume the Archduchy, and then Gallia shall be made anew under us. But we agreed. Then as sole master of this palace, we shall wake the lance that lies resting within its walls. Valkov, the key to ruling all Europa. The lance? How could you know? My dear princess, Cordelia, you shall serve as our bride. The Valkyrian bloodline, legacy of the great House Rongris, would be a fitting dowry for us, King of Europa. The Valkyrian bloodline? I see. You wish to ransom Europa with its power. Indeed. The reverence and respect the people of this continent hold for that ancient blood is undiminished to this day. Well then, I hate to disappoint you, but this is the true face of House Rongris. Your Highness, what are you doing? That's impossible. Really? Woohoo! Okay. As you can see, my blood is not Valkyrian. It is Darkson. Princess, what is the meaning of this? Thousands of years passed, the Valkyrer invaded from the north to lay claim to Europa. Das ist ja noch besser als das, was ich vermutet habe. Okay. Genau, er hat sie verraten, weil er dann Gallia regieren will unter dem Empire. Aber da hat sich der Maximilian gedacht, nö,
wir schlucken das Land komplett. Da brauchen wir dich nicht für. So, um das mal zusammenzufassen. Und sie ist nicht nur keine Walküre, sie ist eine, wie hießen sie? Darksen. Also das Volk, was die ganze Zeit gejagt wurde. Das ist ein Twist, der mir gefällt. Das ist echt ein Twist, der mir gefällt. Das erklärt auch den furchtbaren Einhorn gut. Gut. The indigenous people, the Darksen tribes, fought them for control of this land. Okay, die Walküren, die sind über die Darksen quasi hergefallen und die Darksen haben sich verteidigt. But the powers of Ragnight they possessed were too great. The Darksen cities were burned. Und die Walküren waren zu stark und die Darksen-Städte, die wurden halt zerstört. Ja gut, das ist, sowas hatten wir ja schon ansatzweise kennengelernt. Ach, dieses Einhorn-Diadem hat sie ja immer noch auf. The struggle continued, though its conclusion was clear. Ultimately, one influential clan among the Darksen tribes defected to the Valkyrie side. Okay, irgendein einflussreicher Darksen-Clan hat dann die Walküren doch besiegt. The Darksen were defeated and quickly became slaves to the Valkyrie. Hä? Nee, habe ich das jetzt falsch übersetzt? Die Darksen wurden besiegt und wurden Sklaven der Walküren. And victorious, the Valkyra authored history to blame Darksen for scorching the earth. Genau, und die Walküren haben dann die Zerstörung auf die Darksen geschoben. Soweit wissen wir ja schon. Then the descendants of that clan of treacherous Darksens lived on as... Yes, as House Rondquays, the Archdukes of Galia. Danach sind die halt, haben die weitergelebt als Haus Ranquis. Okay, interessant. In return for their betrayal, the Valkyrie established them as the rulers of Galia. Ach so, der einflussreiche Clan hat sich mit den Valkyren zusammengetan, oder wie? We donned the identity of our masters and were complicit in the Darksen slander. With a perfect scapegoat, the people quickly acquiesced to new rule. A common tale. A common tale that has caused me much grief. To face my people deceptively has pained me. Until the day came that I ran from that pain, trading my free will for comfort. Were it not for a single officer's words, I would no doubt still be lost in that conceit. I am bound by neither fate nor duty to obey the false blood within me. I live by my own will. I live for the sake of Galia and its people. This, and this alone, is my calling. All the more reason to be my bride. No. For the sake of my people, I shall see you dead! What delightful barbarism. Do all Galian brides share your lust for blood? If you desire safety for your people, it would behoove you to obey me, Highness. The Valkoff is in my possession. To see your homeland burn again, that would be a shame. Okay, ich glaube, ich habe es falsch übersetzt. Oder ich habe es nicht richtig verstanden. Ich glaube, den Part hier, den gucken wir uns nochmal an. Weil das verstehe ich jetzt nicht ganz. So. 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 Die Valkyren waren zu stark, die Darksen Cities wurden niedergebrannt. Defected. Okay. So rum. Sie sind übergelaufen zu den Walküren. So. Ein Darksen-Clan, der hat sich mit den Walküren zusammengetan und dafür sind die dann quasi das Haus Rankrees geworden. Und dann haben sie von den Walküren
quasi den Namen übernommen. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch verstanden. Da habe ich, schief gelesen. Ach, dich gibt's auch noch. Has something happened? What's all the commotion? It's them. The Imperial Army invaded Rangreed. What? Ja. They crashed through the city walls with a huge tank and drove it into the castle. And now they're doing some kind of work on the tank still half stuck into the castle. Die Panzer stecken noch halb im Schloss drin. Did they learn of the Valkovs location? Okay, und sie wollen da den Volkov, also den Speer, diese Lanze haben von der Königin wahrscheinlich. No. I can't afford to wait around here. Sorry, but my chest, it's tight. It hurts. Hmm? What? What's wrong? My heart. Help me. Are you all right? Jetzt stellt er sich krank, okay? Hey, talk to me. Du stellst doch schon wieder irgendwas mit Alicia an. Bleib lieber da, wo du bist. Ich trau dir nicht. Let go of me. Forgive me. I've got to get to Rangreed. I just hope I'm in time. Bist du nicht in Rangreed eingesperrt? Wo bist du denn überhaupt? Der Folio. So, wir haben ja zuletzt sind wir da durchgebrochen, ne? We're drawing close to Rangreed now. Genau. As for our plan of attack, bei dem Jäger. Once we arrive. Wir haben den Panzer von dem Jäger platt gemacht. Wieder erwarten. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber es hat geklappt. Focus your attacks on the spot damaged by Sergeant Melchiot in the previous battle. Exploit that. Gain access to the interior and destroy the Dreadnought's engine. Follow? Aha. Wir sollen den Motor von dem Schlachtschiff zerstören. Yes, Captain. Achso, wir haben I'm da gar nichts mit zu tun. Confident you can do this, soldiers. You are dismissed. Also der gehört zumindest nicht zu Squad 7. Quite a risky operation. I know. I'm worried about morale if everyone feels like it's a suicide mission. Mm-hmm. We're used to your crazy missions by now. Ja, wir haben uns an deine verrückten Mission gewöhnt. Na toll. Ich weiß nicht, ob das so... erstrebenswert ist. Nothing bothers me anymore now. Mich haut nichts mehr um. Okay. And it helps to know that if we can just win this one, our war will be over. Genau. Den noch gewinnen und dann ist der Krieg vorbei, sagt er. We'll do it for Isara and all the other friends we lost along the way. And for all of Galia's people. One more victory and they'll have peace. Uiuiui, ihr sprecht euch im Mut zu. Thank you. All right. Everybody, get ready to deploy. Almost showtime, huh, Welkin? Militia rides into Rangreed Showdown. Mind if I put y'all's story on the radio? Oh, noch Radio! Mann, wir werden ja berühmt hier. I'm afraid I can't go help you fight. But I'd doch, like to do what I can to stand by. Doch, bestimmt helfen. Mit so einem Blitzlicht oder so kann man die Leute blenden. Okay, why not? Our activities are hardly a secret to the Empire at this point. Irene Ellett, huh? I can't remember ever hearing your full name like that. At least until the war ends and I get married. Then I'll be Irene Kohler, just FYI. Ah ja, ach stimmt, sie hat ja einen Freund. This will be my last big assignment as an Ellett. Time to do the old name proud. Kannst du deinen Namen ja auch behalten? Just saying. Ist das nochmal der Dings, Bums, Mensch, dessen Namen ich gerade noch wusste und schon wieder vergessen habe. Hey ho, einen schönen Abend, TD. Work should be complete shortly, followed by final testing, sir. Good, keep it moving along, soldier. Yes, sir. I knew it. They came to the capital to get at the Valkov. Mm.
Frolio. Frolio heißt er, verdammt! Bastards. You won't have it. Mach dich nützlich. Das ist aber richtig viel Zwischensequenz jetzt, ne? Ich würde gerne weiterblättern schon mal und gucken, was so auf uns zukommt, aber... Now, your highness, affix your signature. Ah ja, der wollte sie ja noch heiraten. Anscheinend stört sie nichts, dass sie keine Walküre ist. Typen. You have no choice if you wish to keep your people safe. Zerpressung. König Arschkeks. Your grace, sir. Be silent. This treaty seals our victory. Sir, the Gallians have broken through the vassal defenses. General Jaeger is defeated. Ach, jetzt erfährt er es erst, dass der Jäger besiegt wurde. Now the militia is headed here to Rangreese, even as we speak. Hoho, da kommen wir. Mit wehenden Fahnen! Newsflash from Radio GBS, your source for the news. Wir sind wirklich im Radio. Komm ich jetzt ins Radio? They march now to the capital to liberate it from occupation. Ah! Oh, right! That's my bro, Welkin! Oink, oink! Hans! Reckon I did a fair job whipping those kids into shape. Einen guten Job gemacht, die in Form zu bringen, genau. Citizens of Gallia, keep your faith alive. Turn and face the threat ahead and fight. Go, Wilkies, go. We're all cheering for you. Make us proud. Now, Jen, if you're watching up there, your son could probably use a little help. Shall fight them off ourselves. Quickly to the Marmota. Oh, nicht wieder die Marmota. Ich hab die Schnauze voll von dem Ding. Last time their war witch had us on the defensive. But now we possess a lance of our own. Let us settle this now for all time. Your grace, may the Valkyra protect you. Leave the defense castle around to me. Was wollen die denn jetzt mit der Lanze anstellen? Kann man die auch ohne Walküre zu sein verwenden? Do we look the fool that might trust a dog with so little loyalty to his master as you? Aha. Put this man to death by violence. Oh! Okay, der wurde erschossen. Okay. Maximilian, we had agreed. We had an understanding. What? All right, come along. Stop this! Desist at once! Who are you to touch me? Ja. Okay. You are my final hope. Please, I beg of you, make victory yours. Lanze. Okay, das war jetzt ein wenig übertrieben, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut, es ist eine Massenvernichtungswaffe offensichtlich. Jo, also eher, da musst du wohl eher keine Walküre für sein, das zu verwenden. Hey! Marmota sighted ahead, sir. Range, 4,000 meters. What?
Doc, what's that big pointy thing on top? I've seen that. It's just like the Valkyrian Lance, the one that Alicia carried. Look out, Sevens! Clear the Marmota's forward path! Move it! The Gallian militia is fanned out ahead of us in a line, sir. Range, 4,000 meters. They say that in antiquity, the Valkyra called upon Valkoff's light to crush and subjugate the entire Darksin tribe. The greatest weapon of all time, fashioned into something as pedestrian as a castle tower. How could they have known? And now it awakens, shouldered by the Marmota we have engineered to bear it, a Leviathan upon the land. Now, know the futility of your struggles. Bow before the terrible light that once scorched the earth. Sind einfach mal weg. Okay. Hot damn. If we'd been one step slower, we'd be a big pile of dust by now. Oh, weia. Stay clear of the front of that thing. Move around to its side. Können wir uns noch mal überlegen? Dare you face us yet after that display? War klar, dass du so ein großes Phallus-Symbol brauchst, König Arschkeks. We wield power enough to bring any foe to his knees. Unfair. This is the future face of warfare. To impress the magnitude of our power upon the world, you shall all die gruesomely. Now, cross us if you dare. Our history of unrivaled glory begins here. Warum bist du eigentlich so doof? So, nächstes. Okay. Das Ganze besteht also aus zwei Seiten. Es ist immer noch das gleiche Kapitel. Aber zwei Seiten. Oh, ich sehe doch schon wieder hier Dugi-Dugi-Herzschmerz. Aber erstmal. Wir haben zwei Kämpfe vor uns. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde rum nur für Zwischensequenzen. Okay. Ich habe ein bisschen oft gespeichert. Macht ja nichts, ne? Wie viele Slots wären es wohl, wenn ich jetzt keine Begrenzung gehabt hätte? Viele. Okay. Ich mag halt immer die Anfänge von diesen Quests nicht, weil du dann nie weißt, was auf dich zukommt. Hier sind die Details on this operation. So, die Marmota angreifen. Wir sind diesem Lichtstrahl entkommen. Wir sind an der Seite von der Marmota. Okay, da unten. Das nächste Mal haben wir nicht so viel Glück. Jetzt oder nie. Target ist in Zeiten. Ah, wir müssen das Schlachtschiff da angreifen, wo wir schon mal ein Loch reingehauen haben. Okay. Das sollte doch eigentlich das andere Squad machen. Das lassen die sich einfach wegboosten. Kanonen auf der Schiffsseite. Und endlose Truppenwellen. Teams sollten wir front- und seitlich stationieren, um den Gegner aufzuhalten. Das ultimative Ziel ist, die Lanze zu zerstören. Es ist geschützt von einem Lichtschild. Bisher hat es noch nichts, ein Kratzer. Okay. Oh.
Also erstmal die zerstörte Panzerung kaputt machen oder angeschlagene. Dann müssen wir irgendwie rein. Kampf wie bisher noch nie gekämpft. Na toll. Juhu! Veltin stirbt. Gallia Space Camp wird eingenommen. Alle verbündeten Soldaten und Reserven werden getötet. 20 Kunden sind um. Sieg, die Gungir wird zerstört. Ist das die Kanone? So, jetzt ist wieder die große Frage. Wie jedes Mal? Wie jedes Mal gibt es gegnerische Basen, die wir einnehmen können. Und jedes Mal sage ich, nee, diesmal doch wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es doch welche. So, hier haben wir einmal die Shamrock. Die Shamrock ist rechts. Die Edelweiß ist links. Wir sollen uns da oben hin positionieren. Oh. Ich gehe davon aus, wir werden wahrscheinlich Lancer brauchen. Wir werden wahrscheinlich einen Techniker brauchen. Wir werden auf jeden Fall... Na? Auf jeden Fall Stormtrooper, sage ich schon wieder. Wie heißen sie? Irgendwelche Trooper. Troopers halt brauchen. So. Ist die Frage, brauchen wir noch Scharfschützen? Brauchen wir Scouts? Ich will vielleicht nochmal... Einen würde ich noch dazu nehmen, Yoko vielleicht. Und die anderen beiden würde ich leer lassen. Einfach, weil wir noch nicht wissen, was wir vielleicht noch brauchen könnten. Ja? Our reclaiming the capital hinges on this. Concentrate your fire on that dreadnought and destroy it. Und dann schauen wir mal, wie das hier läuft. Our target is the Marmota. Sink it at all costs. Squad 7, move out! Whoa. Here we are, actually squaring off against the Marmota. Yeah, this will really be the final battle. Der finale Kampf, da gibt's noch ein anderes Feld. Are you all right? Wo kommst du denn her? Princess Cordelia, what are you doing here, Your Highness? I know I may just be in the way, but I wish to be of assistance however I am able. Die will mithelfen? Okay, wie ist sie denn jetzt da? I wish to fight as well. Allow me to stand in defense of my homeland. Okay, ja, sehr gerne, aber... We'd be honored to have your help in the rear guard. Here's the plan. Start by focusing our fire on the hole Alicia's lance made. The dreadnought's side is lined with cannons, though, so you'll need to be careful. Roger. Also, tanks can use the depression in front of the Marmota to fire upward. Right. I'm on it. We've come through a lot of tight spots, Sevens. Believe in yourselves. I know we can do this. Squad 7, move out! Wow, und schon haben wir hier den scheiß Scharfschützen. Ich wusste es. So, wir müssen hier hin? Naja, wenn das Ziel einfach nur ist, hier Schaden zu machen. Dann sollte es doch reichen, wenn ich hier das Feld verneble und die da durchrennen können, oder? Ich mag aber eigentlich am liebsten diesen Scharfschützen noch loswerden. Das ist nämlich gar nicht fein. Und hier haben wir nämlich auch noch einen Lancer. Ich
speichere nochmal das ab. Ja, man sieht halt immer erst die Feldbeschaffenheit, wenn man wirklich drauf geht. Die Karte bringt einem immer so wenig, finde ich. Also meine Idee wäre tatsächlich hier irgendwie das zu vernebeln und dann durchzustürmen einfach. Weil ich tendiere ja immer dazu, alle platt zu hauen, die mir in den Weg kommen. Aber hier ist auch noch ein Lancer, ne? Der kann mir auch übelst wehtun. Here we go! Ja. Bist du ein gegnerischer Panzer oder bist du kaputt? Pay attention to the enemy's position. Sarah Smoke. So. Jetzt müssen wir doch so hier irgendwie. Wie kommen wir denn da eigentlich hin? Ist die Frage, ob uns das wirklich hilft? Oder ob wir uns nur da selbst im Weg sind. Ein bisschen seitlich stellen, dass der da der Lancer da nicht langkommt. Aber ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Ich werde mich da erledigen. So. Been waiting here. Gar nichts machen. Da kann ich drauf schießen, aber da nicht. Ich denke, ich soll das. Oh. Was soll ich denn dann hier anstellen, wenn ich da gar nicht drauf schießen kann? Ich soll doch den Part angreifen. Wie soll ich denn das tun? Oder muss ich erstmal hier. Ah, ich muss wahrscheinlich hier erstmal irgendwo hochklettern. Just watch this. Dann habe ich natürlich mein Nebel komplett falsch positioniert. Jetzt kann ich da vorne. So. If you see an opening, strike it. So, und wie bin ich hier oben? Und dann? All troops, advance. Kann ich das von hier aus kaputt machen? You have to stop the Marmota. Ich bin gerade ein wenig verwirrt, was ich zu tun habe. Think you can push them back? Da komme ich auch nicht rüber. Wo ist denn jetzt das Loch? Ich höre es, ich sehe es. Das hier mal von hinten zu zerstören. Okay. Man down. Everybody be careful. Das ist schon mal ein Erfolg. Getting pushed around here. Help me out. Aber die zwei sind. Achso, das Loch wär noch mal neben dieser Kanone. Na. Also so wirklich? Just watch this. Mir hat das jetzt nicht geholfen, ne? Active citizen spot a target. You're done! Just keep up this pace. Weil die sind ja rundum gepanzert, die kriegst du nicht hinüber. You have to stop the Marmota. Hm. Hier sind auch noch Leitern, aber komme ich da einfach hin? Rosi! So, da ist eine Leiter.
hier ist noch. Auf der Map sieht man leider nichts, auf der kleinen. Enemy sighted. Müssen wir einfach mal ganz an. Wir können ja gleich nochmal neu starten. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen in ein Wind probiert. So, da ist der Motor, ja. Da oben steht noch einer. Zwar Leitern, aber da kommen wir nicht hin. I'm on. Ich verstehe nicht ganz. Tatsächlich nicht ganz besitzt. Ah, kommen wir hier links hoch? Aha. Kommen wir hoch? Kommen wir hier hoch? Klettern? Also ich dachte, wir sollen uns hier auf diesen Schaden konzentrieren, ne? Ich kann hier nicht hochklettern. Und so wirklich reinschießen kann ich auch nicht, wie wir ja festgestellt haben. Also ich glaube, ich habe irgendwas Grundlegendes hier verpasst bei der Introduction. Glaube ich. Und wenn wir mit dem Panzer reinschießen? Here we go! Vielleicht ist auch einfach das Problem, weil ich jetzt den Nebel gemacht habe. Ah! We've blown open the damaged area on the Marmota's side. Yes, the plating on that spot was vulnerable after all. Mhm, okay. Sir, part of the side plating damaged in that explosion appears usable as a foothold. You're right. It looks like we could climb up from there. Okay. Judging from its design, the Ragnite drive system was likely near the propeller. If foot soldiers could get at those to attack them, they may be able to do further damage. Okay, let's go with that plan of attack. Mm-hmm. Watch out! Wird jetzt nicht so gut enden, aber... Jetzt kommen nämlich die Lancer, genau. Minor damage sustained. Ja, das ist gut, das war jetzt abzusehen. Aber jetzt wissen wir jetzt, was überhaupt erwartet wird. Ja. Komm, wir versuchen es nochmal, kein Problem. Die Frage ist, ob ich jetzt mit der gleichen Aufstellung starte oder ob ich wenigstens einen Scharfschützen noch dazu nehme, um den anderen Scharfschützen loszuwerden. Aber ich glaube, die Scharfschützen sind sogar nur unser kleinstes Problem. Ich würde es nochmal mit der Positionierung neu versuchen. Hier. Das ist ja blöd, dass wir mit dem Panzer drauf schießen müssen, aber mit den Lancern geht es nicht. Oder ich habe... Habe ich überhaupt versucht, drauf zu schießen? Nee, ich habe kein Zielvisier. Keine Bestätigung gekriegt, dass ich drauf zielen kann. Hä? Mist. Das war das Problem. Glaube ich. Nein! Gott! So. So, wir hatten... Lago. So, wir haben... So, Catherine... Wo schießt die denn am besten? Die sind da irgendwo seitlich, ne?
So, Alicia hatten wir hier. Wir hatten Rosie. Und, ach, Hannes! Warum haben wir dich denn nicht dabei? So. Homer hatten wir hier irgendwie. So. Und das reicht. Oder? Nee, wir hatten noch einen. Wir hatten, glaube ich, hier schon noch dabei, ne? Our replay. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Our target is the Marmota. Sink it at all costs. Squad 7, move out! So. So, also, wir können uns hier einen Aufweg basteln. Dann können wir hier an die Motoren ran und die zerstören. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch darum kümmern, dass uns die Edelweiß nicht unterm Hintern weggebombt wird. So. Das wird interessant. Wo kam denn der her, ne? Hier kam der her, der eine Lancer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir das anstellen. Also ich würde jetzt erstmal den anderen. Oh! Gott, geht gleich los hier. So. Den hier erstmal loswerden. Wie viel brauche ich denn für den Lancer? Gar nicht. Den kann ich gar nicht schießen. Hä? Der ist untötbar? Wie jetzt? Der steht hier unten hinter der Barrikade. Wahrscheinlich ist die Hitbox einfach nur wieder scheiße. Das hatten wir ja schon mal. Mann. Oder? Oder sehe ich einfach nur. Nee. Keine Chance. Das ist auch. Ich auch ein bisschen zur Seite. Zur Seite. Oh. So. Echt jetzt? Sich einfach. Ich fasse es nicht. Jetzt bin ich schon wieder. Squad 7, all our hopes are in your hands now. Diese blöde Hitbox wegen dem. So. All that destruction from one blast. Ey! Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist diese Barriere da. Davon die Hitbox. Die ich nicht sehe. Da knall ich gegen. Das ist doch. Das ist doch echt Banane. Also das hatten wir ja schon mal, ne? Das hatten wir schon mal und das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist ja voll mies. Die Frage, wie wir es am besten anstellen. Das ist doch echt bananig, das ist. So. I'm not done yet. Good. Wahrscheinlich. Oh, das muss ich nochmal austesten, bevor ich das hier durchziehe.
ob die neu respawnen an der Stelle. Das könnte ich mir nicht durchaus vorstellen. I'm not done yet. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. So, jetzt gucken wir mal, ob die da links unten wieder dazukommen. Aber das werden wir nicht mal erfahren, weil ich wahrscheinlich vorher abgeschossen werde da von dem Lancer. Wer denn jetzt her? Minor damage sustained. Ja, und dann läuft er jetzt hinten rum und haut mich um, ne? Ach nee, da kommt noch einer. Ah ja, auf die Shamrock kannst du erstmal damage minimal. Das passt schon. Ich will jetzt einfach nur wissen, ob die respawnen. Catherine did that. Ich will nur wissen, ob es sich lohnt, die da loszuwerden. Oder ob wir uns da lieber was anderes ausdenken. Minor damage sustained. Oh. Under minor fire. No. So. Was jetzt passiert? Die schießen nach da vorne. Okay. Aber sie scheinen nicht zu respawnen. Das ist schon mal was wert. Okay. Dann nochmal laden. Aber natürlich dann die Züge voll auskosten. Weil wir hatten es ja auch schon mal, wo ich die alle platt gemacht habe und dann hieß es Edgy Badge. Bring the backup to me. Respawn. So. I'm not done yet. Man down, everybody be careful. Ich würde sie, glaube ich, dann auch direkt zurückziehen. Vielleicht, wenn ich erledigt habe. Wenn ich es überlebe, heißt das. Haha. Wer schießt denn von denen hier auf mich? Könnte ja auch erstmal mit dem Panzer hier rüber. Schaffe ich es bis dahin zu schießen, um mehrere mitzunehmen? Oder kann ich, Moment, Mortar Support holen? Hier so in der Art. Hol ich halt gleich drei weg, ne? Schauen wir mal, was das denen tut. Alright, listen up. Noch sind wir am Anfang, noch können wir die ganze Zeit neu laden. Requesting Mortar Support Fire. Naja. Gut, das habe ich mir gedacht, dass die überleben. Aber das war mir jetzt zu teuer, um einen wegzuhauen. Gut. Oder auch nicht so gut. Genau, ich konnte aber nicht mit meinen Lancern jetzt da drauf schießen, oder? Doch! Jetzt kriege ich es angezeigt. Boom.
blown open the damaged area on the Marmota's side. Also lag's vielleicht doch am Nebel. Yes, the... Sir, part of the side plating damaged in that explosion appeared... You're right. It looks like we could climb up from there. Genau. Ich würde es halt so machen, dass ich jetzt das zerstöre. Ich mache da hinten mit dem Sniper, werde ich die Leute los. Also zumindest 2 bis 3. Und dann lasse ich einen von meinen Scouts oder Shock Troopern da hochrennen. In der Wolke am besten. Okay. Das wäre jetzt der Plan. Aber erstmal wieder neu laden, weil wir jetzt ausprobieren, wie der Züge verballert haben. So. Weiß, das ist geschmolzen, ja. Roger. Zurück, bis die wieder auf mich schießen. Okay, nicht sehr weit. Scharfschützen sind halt ein Problem. I'm not done yet. Who are these guys? Target locked. So. Ich hab doch Retreat gemacht. Mist. Und die Lancer. Mist. Ich wollte Retreat machen, hab's aber nicht gemacht. Nein. Dann halt den auch noch. Penetrate! Was? Okay, Hauptsache du triffst. I'm not done yet. Good. So. Haben wir jetzt einen Zug mehr gebraucht, aber auch gut. So. Jetzt kurz nachdenken mit Lago. Hier drauf schießen. Dann hier Rauch veranstalten. Dann Shocktrooper hochjagen. Und für die nächste Runde beten, dass keiner die Edelweiß kaputt haut. Just watch this. So, können wir von hier aus da drauf schießen. Sieht gut aus. Ja. We... Yes! Sir, you're right. So. Jetzt ist die Frage, 2 Züge für den Panzer und die Nebelwand setzen oder lieber mit Orders die Verteidigung hochhauen. Was kostet denn eine Order für Verteidigung für alle? Ich glaube 3, ne? Mortar, Demolition. Oh, Units Defend, 2. Ich glaube, das ist besser, als den Panzer jetzt mit dem Panzer Nebel zu machen. Schauen wir mal. Weil das zählt ja auch noch in der nächsten Runde rein. Und das könnte uns sehr helfen. Oder lieber evade. This is an order! All of you, focus on defense! Let's do this thing! So.
Oh, die machen schon wieder. Ain't no stopping me. Oh ja, das ist doch ein Speed. So, jetzt kann ich hier hoch. Und jetzt kann ich... Besser wäre natürlich ein Lancer. Let's do this thing. Oh, hier einen Sniper zu haben wäre auch nett, ne? So. Tighten all perimeters. Enemy sighted. Go down. So, ein bisschen doof gezielt jetzt gerade, aber so, der sagte, die Motoren sind da unten. Ja. Was bringt uns das jetzt von hier aus? Don't flinch, soldiers. Break up. Mal da runterschießen, wenn einer langläuft, aber been waiting here. You joke is too long. Let's all get back home alive. Just watch this. Ah, auf vier Treffer. Puh. Und der heilt sich auch jede Runde wieder. Ich glaube, das passt alles noch nicht so ganz. Oh! Ach so! Ja, das muss einem ja gesagt werden. Jetzt ist er abgelenkt. Meine Hoffnung war ja, dass sie da runterschießt. Underminer fire! Oh je. Lass Homer in Ruhe! This may not work. Also wirklich, der Arme. Der arme Junge! Repariere ich jetzt die Edelweiß? So ein Scheiß. Ungünstig. So.
Achso, da oben habe ich jetzt irgendwie Schaden gekriegt. Das ist ja spannend. Ich will jetzt erstmal gucken, wie es da oben weitergeht. Aber es ist ja, ich kann jetzt da oben lang um zu den Motoren da runter. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Lago oder Rosie nehme. So, hier unten kriege ich anscheinend Schaden von dem Ding. Auf den Motoren kann ich von hier doch nicht schießen, oder? Wo kann ich denn noch lang rennen? I don't like their attitude. Hopp, ich kann doch mal hier runter. Support your advanced unit. Nee, kann ich nicht. Ach so. Irgendwas kaputt machen. Been waiting here. Double Tank Damage! Immer raus damit! Linke Kühlung, der ich nichts getan habe. Ach da, von der Seite! Ah! Okay. Aha. Just watch this! So, wenn ich das hier mache, ist Rosie tot, vermutlich. All right. Nice work. Keep taking them down. Just watch this. Ah, ich verstehe. So. Jetzt haben wir die Kühlung kaputt gemacht. Look! Mhm. The light surrounding that giant glance is gone. It looks like destroying the drive system powering the propellers has paid off. Aha! Good. If we can just destroy that lance, the Marmota will be defanged. Listen up, Sevens. Your orders are to direct all attacks at that Lance's tip. Mm-hmm. Tanks, use the incline at the Marmota's front. Ground units, aim high and let fly. Incline at the Marmota's front. Achso, wir sollen da hochfahren? All right! This battle's just warming up. Wir sollen jetzt die Spitze angreifen. Stay sharp out there. Focus. Okay, wir machen es nochmal. Glaube ich, weil das war jetzt. Wir haben ja einen Zug quasi verschwendet. Here we go! Auch zwei Schuss! Um den loszuwerden. Da nehme ich aber lieber einen Klassen. Dann nehme ich doch gleich lieber einen. All that destruction from one blast. This battle's just warming up. Hier, einen Trooper. Vielleicht fangen wir auch ganz von vorne an. Ich weiß es noch nicht. Rosie hier, jetzt ist Lago hier.
Hannes, schaffst du es, bis hier hinten hinzulaufen? Beat Empire! Also ohne dabei umgekehrt zu werden? Dahlia, it's finally our... Dying time! Gotta love nature. Es ist schön, dass du dich über die Natur freuen kannst, aber wir müssen jetzt hier. Tighten up perimeter defenses. Ach. Enemy unit approaching. Ich weiß nicht, ob ich das hier überleben werde. Wahrscheinlich nicht. Das sieht schlecht aus. Nee, den Einzug brauche ich tatsächlich noch, den ich jetzt liegen lassen habe. Mit Lago. Den brauche ich noch. Sogar mit. All right. I'm impressed, but not surprised. Damn it, I'm under fire. Just watch this. Noch nicht, was wir sonst noch an... Also wir sollen die Spitze... Wir sollen diese... Die Spitze der Kanone angreifen. Was auch immer das heißt. Wo wir da hin müssen. Wohin müssen wir denn schießen? Weil die Spitze ist für mich ja weiter vorne. Warum sollen wir denn erst da reinfahren? Und uns in Gefahr begeben? Aber gut. Here we go. Wir machen das jetzt erstmal. Don't let them break through. Oha. Here we go. Ein bisschen Schaden abbekommen. Where's that backup? So, jetzt haben wir noch genug Züge übrig. Sehr gut. Entering combat. Ich weiß zwar immer noch nicht, was wir tun müssen. Wir können da hochschießen, aber bringt uns das was? Ja, da schießen wir auf die Walpop. Now! Und da treffen wir nicht die Walpop. Watch the distance between you and the enemy. All that destruction from one blast. Und jetzt ist hier zu? Take a deep breath and vielleicht hätten wir rückwärts reinfahren sollen. Dann können wir nämlich... Nee, auch nicht.
Ich hatte es jetzt so verstanden, dass wir da reinfahren sollen. Nee, hier ist ja die Zone schon zu Ende. Here we go. Nee, okay. Wir könnten natürlich auch noch hier die Motoren angreifen. Oh. Nein. Hätte ja klappen können. Let's go, let's go. So kommen wir gar nicht hier. Been waiting here. ...26 Schuss? Yeah. Wow, okay. Oh, nicht? Volkov. Here we go. Ich könnte jetzt rückwärts da hochfahren. Aber wenn jetzt da ein Gegner gleich noch rauskommt, bringt uns das nicht. Put yourself in the enemy's blind spot. Rückwärts. Galia, it's finally ours for the taking. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Falkov. Entering combat. In der Hoffnung, dass wir jetzt einfach nicht auf mich schießen können, kann ich auch auf niemanden mehr schießen hier. Hm. 26 Schuss? Let's do this thing. Da muss es doch einen Trick geben. Kann mir doch keiner erzählen, dass es da keinen Trick gibt. Go down! Okay, Verstärkung ist gekommen. Ja, das dachte ich mir. Ach, der lebt noch. Stimmt, da war was. Ach, da hinten kommt die Verstärkung her. Ja, okay, passt schon.
halt ein bisschen aufpassen, weil wenn die zu nahe kommen, dann werde ich von allen Seiten beschossen, sobald ich ziehen will. Das ist auch nicht so günstig. Damage minimal. Damage minimal. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Mal geschossen hat? Oder so? I wish to be of assistance, however I am able. Aha. Oh! Wenn du jetzt noch wiederbeleben könntest. Okay. Ich muss nämlich jetzt einiges hier aufräumen. Weil sonst wird's eklig. So, Alliance-Fend. This is an order! All of you, focus on defense! Das Blöde ist, wenn ich halt wirklich nicht viel Schaden mache, ich fürchte, die Lanze heilt sich doch auch, oder? Roger! Medic! So. Stay with us! It won't be long now! I'm begging you! Help, please! Stärkung raus. Weil wenn die hier stänkern wollen die ganze Zeit, dann müssen wir uns da noch ein bisschen verteidigen. Roger! Weil sie hilft. Stimmt, die Edelweiß ist auch wieder fein raus. Die Shamrock auch. Das ist ja supi. Dann ist doch vielleicht... Here we go. Ich weiß es nicht. Edelweiß, Hallöchen, ach du meine Güte. Technit, hallo. Hallöchen, Leute. Einen schönen Abend euch. Na, wie ist es? Guten Stream gehabt. So, durch die Rampe kann man ja hoch. Sie hat es richtig ausgesprochen. Yay. Kriege ich ein Fleißbienchen? So treffe ich doch nicht hier. Do your nation proud, soldiers. So könnte ich treffen, theoretisch. Praktisch. Now! Nicht. Damn! Ich muss wirklich ein bisschen weiter runter. Entering combat! Okay, so funktioniert das nicht. Also ich muss die Spitze treffen, ja. Aber nicht so.
Sie hat einen Edelweiß daneben getroffen. Oh no! Ja! Try to time your shots carefully. Ich bleib hier in Sicherheit. Been waiting here. Boah, ich hab echt. Ich mach keinen Schaden auf dieses Ding. Langsam, langsam. Boom. Toll, tolles Boom. Lago, du enttäuscht mich. Ich überlege gerade, wo ich zuletzt gespeichert habe. Habe ich jetzt... Lago kann sich da nur am Kopf kratzen, ja. So ist es hier. So läuft's hier. Aber wir haben es trotzdem weit geschafft. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Das ist noch alles erhalten jetzt wieder. Okay. Also wir räumen jetzt erstmal hier auf. Das war ja wirklich wichtig. Roger. Sonst werden wir nämlich überrannt. So, Hannes! Du machst das jetzt nochmal genau so. Nur ohne Defense Boost. Mist. Please stay strong! So geht's nicht. Ihr lenkt mich alle ab hier. Das ist ganz gut, dass mir so viele Leute zuschauen. Nap time. Scheiß Vorführeffekt. So, wir machen das jetzt nochmal, aber in gut. So. Plot-Twist, man muss nicht die Spitze treffen, sondern die Wurzel zerstören. Tja. Das habe ich ja eigentlich versucht, ursprünglich. Wo war es denn jetzt? Wait, such hier's mal. This is an order! All of you, focus on defense! Aber wir können ja gleich nochmal gucken, ob ich da was übersehen habe. Aber hier ist ja... Nee, hier kommst du ja gar nicht dran. Hier ist ja quasi das Gebiet schon zu Ende. Also man muss schon hier vorne angreifen. Aber ja, das wäre natürlich mies. So, Hannes. Siehste, sieht doch gleich wieder aus. Medic! I'm begging you! Help! Please! Habe ich den anderen mit im Visier? Muss passen, oder? Ja! Good. So, wir wollten noch Verstärkung holen. Einen haben wir da. Den Kevin? Nee, den Alex hatten wir noch. So. Roger! Shooting time! Nice work! Keep taking them! You gotta stay strong! Keep fighting, ja! Yeah. Great Empire! So is it. Jetzt ist die Frage, die sind zu weit auseinander, als dass ich sie jetzt mit dem Flammenwerfer beide erwischen könnte, fürchte ich. Shooting time! You're dead! Shooting time! Vor dem versteckst du dich jetzt einfach mal schon. So, so. Nee. Wenn der hier ums Eck kommt,
haust ihm auf die Mütze. So. So, und ich fürchte, wir müssen einfach ein bisschen weiter rausfahren. Und am besten noch die Shamrock dazu holen. Aber die kriegt doch... Was blöd ist, dann kriegen wir hier von den Kanonen doch auch links und rechts auf die Mütze. Ist doch alles doof. Vielleicht sollten wir noch die Yoko hochziehen. Dass wir die auch schon mal oben haben. Problem. Hier passt keiner aufs Lager gerade auf. Leave it to Aunt Yoko. Yoko Ono, oh nee, ich glaube, sie heißt nicht. Ach, hört doch alle auf. Ihr seht doch, ich bin kugelsicher. Mensch. Maintain your lines. I'll take care of it. I'm ready to break something. One order of Tank Bombay. Tank Slayer. Stay calm. Try to read the situation. Soll die Situation lesen. Keep them away from the capital. Ich habe hier ein riesen Falle-Symbol, dem ich die Spitze abschließen soll. Das ist die Situation. Ich fürchte, so treffe ich nicht. Da ist was im Weg. Ja! Mist. Sie hat aber eine winzige Waffe. Bisschen unterdimensioniert, ne? Tja, Panzer oder Lago? Just watch this. Lago. Der ein bisschen zur Seite geht, weil direkt hier unten kriegt er nämlich auf die Nüsse. Auf die Schnüsse wollte ich sagen, aber das ist irgendwie so passend heute. Ach, so. Lago, enttäusch mich nicht. You're done! Also da ist es, das muss wirklich irgendwo davor. Auf die Nase. Forward, soldiers! Aber da ist doch hier alles im Weg. Ah ja, hier, 25. Okay. Ja. You're done! Habe ich ja voll Schaden gemacht. Bin jetzt 46 Minuten online? Nein. Das hat mein Stream zwischendurch abgerissen. Na sowas. Sagen, Hannes, werde ich. Das kann ja wohl nicht sein hier. Du bist ein Sniper. Okay, Hannes, ich glaube... Aber... Now, time. Ist mein Stream zwischendurch abgerissen? Under light fire. Aha, er fischt. Hallo, Nekotube. Shamrock kriegt auch ständig auf die Nase. Dann sollten wir uns vielleicht auch noch einen Scharfschützen bereithalten. So. Wenn es nur bloß die Nase wäre. Tja. I'm on my way now. Grad, nicht? Medic! Sit tight. Help's almost there. You're gonna make it. Just stay strong. Help!
Das gibt's nicht. Das ist voll geschummelt. Just leave it to me. Das ist ja geschummelt. I hope these stains come out. Take this. Dann halt so. Man down. Everybody be careful. Hält die sich immer wieder? Nee, tut sie nicht. Also theoretisch. Da holt Alex den Grill raus. Also es geht mir irgendwie zu langsam hier. Ich kann auch nicht lange draußen bleiben, weil erstens schießt das Ding dann irgendwann wieder und die hier schießen dann auch auf mich. Vielleicht versuche ich sie einfach erstmal loszuwerden. So. So. Rim, rim. Dazu müssen sie auch nicht ganz rausfahren. Entering combat. Genau, auf die Geschütztürme. Dass wir die schon mal los sind. Das geht ja auch hier so seitlich. Wenn man den Munition hat. Bin ich auf jeden Fall erstmal relativ sicher mit der Edelweiß. Die Shamrock da hinten, die macht's wohl nicht mehr lange. Aber wir müssen jetzt auch mal wieder hier schießen. Das ist so viel. Wahrscheinlich muss ich noch Orders vergeben oder so. Damit das was wird. Here, have a couple. Zählt das als Panzer? Wahrscheinlich. Ist das echt so? Ich weiß es nicht. Leave it to Aunt Yoko. Ich bin skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Here goes. Weil wir machen ja echt kaum Schaden. Wir müssen hier unten die ganze Zeit verteidigen. I'll take care of it. Bin nicht sicher, ob das so muss. Ich bin's ein bisschen suspekt. Ja! Weil da brauchen wir ja noch ewig viele Runden auch. Oh. Oha, von da kommen die auch noch. Damage severe! Oh! Seit wann das? Ah, da. Das habe ich nämlich befürchtet. Aber die kommen nur random mal da raus. Ah, das war... No! Damn! Hm. Weil das hatte ich ja befürchtet, weil ganz am Anfang ist ja auch ein Lancer da rausgekommen. Und habe mich schon gewundert, wo der bleibt. Anscheinend kommen die auch dann...
No! Sowas aber auch. Edelweiß, no! So, wo waren wir denn? Das war die Stelle. Da haben wir jetzt von oben von dem... Wir fahren jetzt einfach mal ganz weit da raus. Wir wählen das jetzt einfach mal aus. Stellen uns da volle Kanüle in Schussreichweite. Und gucken, was wir da noch bewerkstelligen können. Gar nichts können wir da bewerkstelligen. Oder? Na, wenn das klappt. Müssen wir einfach von weiter weg. Na gut, wir müssen weiter. Da kommen wir gar nicht an die Spitze ran. Voll daneben! Nee, aber da vorne ist ja schon die Begrenzung, glaube ich. You've got to stop it! Ich versuche halt noch einen Weg, mehr Schaden zu fabrizieren. Aber so schon mal nicht. Nein. So schon mal nicht. Ich kann mal mit Rosie gucken, ob es hier noch irgendwie einen anderen Weg gibt. Aber ich glaube nicht. Hier hinten kommen wir nicht lang. Hier ist ja alles abgeschirmt. Da hinten rum kamen wir auch nicht lang. Nur hier vorne die Leiter. Vielleicht bin ich auch einfach zu schwach. Ne, da komme ich hier nur hoch. Ich kann hier noch die Geschütztürme loswerden. Aber da hier ständig Nachschub kommt, wird es dann schwierig irgendwann. Kann ich die Spitze hier von der Seite besser erreichen? Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, jetzt hier alle möglichen Züge zu machen, ohne jetzt wirklich eine Idee zu haben, wie wir da weitermachen. Also wie wir den Schaden da machen können. Die Musik hat ein wenig was von Pokémon, wenn man im Kampf ist. Findest du? Here we go! Na, ich weiß nicht. It's in your hands now, Sevens. Immer noch nicht dran. Now! Entering combat! Das Blöde ist, dass ich nicht so hoch schießen kann. Ist die Shamrock da flexibler? Squad 7! Auch noch eine Möglichkeit. Ach so, schon zu Ende. Nee, was will ich denn da unten? Vielleicht noch ein bisschen davor. So, das war nämlich hier. Da haben wir schon die Situation. Way ahead of you. So, wie hoch kann denn die Shamrock? Nicht so, ne?
Okay, jetzt kann man schon mal loswerden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dass wir erstmal hier die Türme loswerden. Dann haben wir aber immer noch bewaffnete Gegner, die immer wieder überall auftauchen. Aber hier kann ich auch nicht so hochziehen. Was haben wir denn noch? Wir haben Scharfschützen, wir haben Shocktrooper, wir haben bei den Top 4 in Pokémon ein ganz wenig. Fällt mir jetzt gerade die Melodie nicht ein, wenn ich das hier im Ohr habe. Einfach nur mal durchzuprobieren, was denn hier am sinnvollsten wäre. Wie wäre es mit irgendwie Demolition? Anti-Tank-Attack-Power. Die Frage ist, ob das gegen das, diese Spitze da hilft. Dann hätten wir noch Mortar-Support. Können wir einfach hier? Ich glaube, dann haue ich mich selber weg. Aber gut, wir probieren es einfach mal, was das für Schaden macht. Vielleicht hilft's. Wir sind ja verzweifelt. Bumm! What? Das ist ja lächerlich. Ich glaube, meine Einheiten sind eindeutig zu schwach. Also wir können uns erstmal es einfacher machen, hier zu verteidigen, indem wir zumindest mal ein paar von diesen Türmen rausnehmen. Wir haben ja schon festgestellt, hier die werden wir relativ einfach los. Ja. Dann können wir wieder hier aufräumen. Ich habe nur jetzt ein bisschen Angst. Jetzt habe ich mich mit der Edelweiß natürlich da rein manövriert. Wenn da wieder Verstärkung kommt, dann bin ich gearscht. Also wir müssen mit den Lancern da drauf. Wir müssen... möglichst viele Lancer hochbringen. Und am besten müssen wir noch einen Mechaniker da hochbringen. Das schaffen wir aber jetzt nicht in dieser Runde. Ein Mechaniker, um die ganze Zeit die Lancer aufzuladen. Versteht ihr? So. Dann erhöhen wir jetzt die Verteidigung. This is an order. All of you, focus on defense. Mhm. So, wir müssen einen Mechaniker oder in dem Fall eine Mechanikerin holen und mindestens noch einen Shocktrooper. Und wir müssen jetzt mit Hannes hier ein bisschen aufräumen. Und mit Yoko am besten auch noch ein bisschen aufräumen. Roger! Medic! I'm begging you! Help, please! Shooting time! Und weil wir ja schon wissen, dass hier irgendwo ein Sniper auftaucht, vielleicht sollten wir uns auch noch einen Sniper rufen. Aber dann gehen uns langsam die Züge aus. Beat Empire! Ah!
Yeah, dang! Beat Empire! Shooting time! Yeah, dang! Oh! Von links, schießen sie, von rechts schießen sie. So, Yoko. Leave it to Aunt Yoko. Yoko! Du machst das, komm schon. Nächste auch abschießen? Oder muss ich da erst hochklettern? I'll take care of it. Ja! Ah ja, passt. Okay, schön. Man down. Everybody be careful. Leave it to Aunt Yoko. So, dann haben wir nicht das Theater nicht mehr. Dann können wir auch besser verteidigen. Ja! Sorry, dear. Target silenced. Head to the next one. So, die Frage ist... Schaffen wir es hier noch halbwegs hoch? Squad 7. Nicht so günstig, wie ich jetzt stehe, aber gut, wir versuchen es mal. Der kommt wieder da hinten, ja. Alles irgendwie zu spät. Oh, der nimmt jetzt auch gerade meine Basis ein. Schön. Ach, Hannes! Bisschen mehr Elan hier. Scheiße. Now, time. Nee, wir müssen ein bisschen weiter zurückdrehen, bevor ich die Edelweiß da überhaupt reingefahren habe. Stell dich so an. Bisschen Kanonenbeschuss hier. Oh, aber der... Der hat mich jetzt in Ruhe gelassen. Das ist natürlich nicht schlecht. Den muss ich nur loswerden jetzt. Irgendwie. So Banane, was ich hier gerade abziehe. Here we go. Auf zwei Schuss. Das gibt's ja nicht. Jo, fall wieder zurück, ne? Stay sharp if you want to keep your head. Okay, Es wird irgendwie immer seltsamer. I'm on my way now. Ready or not? Why you? I did it! Target silenced! Head for the next one! Medic! Was
müssen mal schauen, dass wir uns hier irgendwie make it. Wieder stabilisieren. You're gonna make it. Just stay strong. Ist doch schon mal viel angenehmer, wenn nicht ständig auf einen geschossen wird, wenn man hier. So. Stay sharp if you wanna keep your head. Jetzt müssen wir hier einfach verteidigen. Hatte ich nicht einen Scharfschützen besorgt? Nein? Mist. I'll try my best. Mist. Push forward. Joko, du stehst im Weg. Shit. Ich dachte, ich hätte einen Scharfschützen gerufen. Ach, just Alex. Leave it to me. Dann müssen wir noch mal ran. Ugh. I hope these stains come out. Take this! Das ist ein Sauberkeitsfilm, habe ich das richtig verstanden? Du magst keinen Dreck, dann bist du hier gerade ein bisschen fehl am Platze, fürchte ich. So, jetzt verschwenden wir natürlich wieder einen Zug. I'm on my way now. Sogar mehr als einen. Diesmal gleich flambiert, genau. So gehört sich das. Ich hätte ihn heilen können, ne? Ach nee, hat er nicht nötig gehabt. So. Leave it to Aunt Yoko. Yoko? One order of tank Bombay. Und ich hoffe, dass wir die nächste Runde dann überleben. Und dann wäre halt das Ziel, dass wir immer so möglichst viel jetzt rausballern. Quasi noch unsere Mechanikerin haben, die immer dann auffüllt. Squad 7. Dahlia's future rest. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Ich hoffe, sie wird nicht enttäuscht. Advanced units have engaged the enemy. Support them. Die Frage ist, ob ich mehr Schaden mache, wenn ich jetzt da hinten irgendwie. Weil da steht jetzt 24, vorhin war ja irgendwas von 12. Stellen, wo ich mehr Schaden mache? 24? Oder weil ich näher dran war? 24. Aber ich hatte doch... Sagt mal. Dieses Kampfteam erinnert mich auf jeden Fall an etwas. Valkyria, haha. Aber vorhin hatte ich doch, da stand zu kill, irgendwas mit 12 oder 13. Was war der Unterschied? Was war der Unterschied? Here, have a couple. Ah, Double Tank Damage. You're done. Das könnte sein. Stop the enemy from breaking through. Ich glaube, ich muss dann gleich einfach mal Orders geben. Mehr Schaden und alles. Wenn wir die nächste Runde überleben. Tank, denn das zählt ja nicht als Tank. Das ist ja das Problem. So, wir holen noch eben hier unsere Claudia rein. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, dass wir gleich von den Kanonen da ziemlich gegrillt werden. Ich hätte vielleicht noch mehr Verstärkung holen sollen. Squad 7. Dahlia's future rests with you now. Ja, ja, bloß kein Druck, Leute.
Na doch, mit dem Face. So, jetzt kommt natürlich wieder die Verstärkung. Ah, das trifft mich da auch noch. Okay, Mist. Gut zu wissen. Die haben aber jetzt viele Züge. Shamrock wehrt sich auch nur so halbherzig. Na, kommt der mal langsam bei dir in Schussweite? Ja, du kannst ihn auch einfach ignorieren, Alex. Kein Ding, aber wäre besser, wenn du genau dich wehrst. Okay, das war's für die Shamrock, glaube ich. Ach stimmt, Alicia haben wir ja auch noch hier. Wild Rattata appears, yo. Okay, das war's für die Shamrock. Mist. Ja, ja. Bis später. Ah, jetzt kommt sie runter. Ah, ach nee, macht Schaden. Und dann geht's wieder hoch wahrscheinlich, ne? Das schaffen wir doch jetzt nicht in der Runde. Ich würde es jetzt versuchen, in der Runde durchzuziehen, aber... Anti-Personal, Anti-Tank. Das ist weder Tank noch Personal, oder? Units, Aim. Demolition Boost. One Allies, Anti-Tank Power. Is your top priority. Leave it to Aunt Yoko. So, mal schauen, was irgendwas geholfen hat. Break something. Oho! 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 Ja! Jetzt müssen wir nur noch 6 Runden übrig haben, ne? Was? Jetzt sind es wieder 9? Was, nicht gerade mehr? Ich bin maximal verwirrt. Stand da nicht gerade 5? Take this! Wir holen lieber nochmal Verstärkung hier. Ja, Stand 5 und fiel auf 4, ja, ne? War doch so. Oder hält das nur für eine Runde? Nee, auch nicht. Also, und vorhin hatten wir es ja auch. Da hieß es 13 und dann auf 12 runter. Also, sehr komisch.
sehr seltsam. Leave it to Aunt Yoko. Sehr seltsam. Also wenn es jetzt 5 und 4 gewesen wäre, hätte ich gesagt, klappt. Aber so? Ja. So, jetzt kann ich sie nochmal Munition aufladen lassen. Und vielleicht noch hier hinten den Lago heilen. Heilen, nicht in die Luft jagen. Danke. Aber wenn es jetzt doof kommt, habe ich wieder Verstärkung hinter der Edelweiß. Und dann ist doof. I'll take care of it. Also so könnte es funktionieren. Wir müssen halt nur die nächste Runde überleben. Ja. Dann könnte es klappen. Das sieht nur gerade ziemlich schlecht aus, weil die können da rechts mein Lager einnehmen. Mies. Ei. Ich muss nur überleben. Ich muss nur überleben jetzt die Runde. Mehr muss ich nicht. Ich muss jetzt dieses... Der Gegner muss sich jetzt einfach nur doof anstellen. Alicia macht das schon. Oder auch nicht. Ja. So. Sehr schön. Oder das Ding ist verletzlicher, wenn es geschossen hat. Das kann auch sein. Oh, das ist aber dann mies. Da muss ich nämlich noch eine Runde überleben. Ich kriege immer weniger Züge, weil mir die Shamrock abgezogen wird, die Alicia. So. Darf Lago mal dran. This is an order. Destroying the target is your top priority. Just watch this. Dann dürfte es jetzt wieder mehr weniger Schaden machen, ne? Also jetzt dürfte ich wieder mehr Schuss benötigen. Ja. Okay. Also der Unterschied ist der, wenn es geschossen hat. Ist es weiter unten, dann mache ich mehr Schaden, wenn ich treffe. Das ist der Unterschied. Das ist natürlich jetzt fies, weil wir es in der Runde auch wieder nicht erledigen können. Beat Empire! Medic! Help's almost there. Please, help! Enemy unit approaching. Shooting time! Lustig hier. Just leave it to me. Squad 7.
Wenn man flambiert wird, fällt man 3 Meter zurück. Engine-Logik. Ja, wo du recht hast. So, wo sind sie denn alle? Lago! Mist. Ha! Der Lancer war dumm. Yay! Die Runde überleben wir sogar. Lago ist hart am Limit. Ja, aber das ist kein Problem. Das hier ist eher ein Problem. Scheiße. Mist, vielleicht nimmt er doch meine Basis ein. Ja, oh. Mädel, das hättest du ein bisschen früher machen können, aber trotzdem danke. So, jetzt ist Lago aber nicht mehr hart am Limit. Sehr gut. Jetzt aber hier. Schaffen wir es heute doch noch nicht fertig, glaube ich. Schade. Aber ist schon echt. Ja. So, Order. Demolition Boost. Wir haben 5 Schuss. Lago. This is an order. Destroying the target is your top priority. Schauen, ob die Theorie stimmt. Genau. Aber ich glaube schon. Einfach weil sie weiter unten ist, die Lanze, kommst du besser dran und dann ist dein Schaden höher. Vielleicht doch nicht. Immer noch 8 Schuss. Oder der gute Lago ist einfach schwächer als Diogo. Aber ich habe ihn doch jetzt in Demolition Boost geschrieben, oder? Leave it to Aunt Yoko. Macht ihn mal. Yoko macht mehr Schaden. Aha! Yoko macht mehr Schaden. Zumindest von der Seite, von der sie jetzt schießt. Aha! Dann Lago, tut mir leid, aber du hast nichts drauf. Oder er steht weiter weg. Was ein Mist! So, jetzt mach mal keinen Boost drauf. Yoko hatte ja jetzt auch gerade keinen Boost. So. Yoko macht halt einfach konkret mehr Schaden. Take this! Die Frau hat die größere Waffe. Eindeutig. Das ist aber seltsam. Ja, aber wahrscheinlich liegt es tatsächlich daran. Moment. Guck mal, der hat hier ein Lanka 620 Aim C. Sie hat Aim D. Aber hat gegen Rüstung mehr Schaden. Tatsache. Daran liegt's. Daran liegt's, Leute. Das macht den Unterschied aus. Krass. So, und wenn ich hier jetzt noch eine Order gebe... Aber ich glaube, das wird nichts. Das wird auch nicht. This is an order. Destroying the target. Was lernt ihr daraus? Habt die Waffen eurer
SWAT-Mitglieder immer schön im Auge. Leave it to Aunt Yoko. So, bringt mir das was, das ein bisschen schneller hier fertig zu kriegen? Nee, hätte ich mir sparen können. Here goes! Dann laden wir nochmal. Nee, es liegt tatsächlich, also dass das so viel ausmacht, daran, dass sie mehr Schaden anscheinend gegen Rüstung macht. Gut, dass wir das herausgefunden haben, sonst hätten wir das hier echt knicken können. So, meine liebe Yoko, jetzt aber walte deines Amtes. Ich habe jetzt auch langsam genug hier. Du hast 3 Schuss, Nummer 1. Leave it to Aunt Yoko. Nummer 2. Dann müsste das alles eigentlich jetzt klappen. Es sei denn, dieses blöde Spiel hat wieder irgendwas, irgendeine Überraschung im Petto. Was ich mir gut vorstellen könnte. Ach, ich hätte noch heilen? Nee, hätte ich nicht. Hätte ich nicht, sind ja alle geheilt. Leave it to Aunt Yoko. So. Das ist doch jetzt blöd. I'll take care of it. Here goes. So, einen Schuss haben wir noch. Eine Runde, ein Schuss. Nee, 2 Runden, ein Schuss. I'll take care of it. Gut, du darfst doch noch. Nee, du darfst nicht daneben schießen, sonst kann ich ihn wieder aufladen und dann ist es scheiße. Also schön treffen. Take this. Peng. Oh. Was eine blöde Mission. Enemy Dreadnought destroyed. Repeat. Enemy Dreadnought destroyed. Was eine blöde Mission. Aber ein Bären. Oh Gott. Eine Medaille. Okay, let's find the engine and kill it. That would be most inconvenient. Maximilian, show yourself! The finest engineers of the Empire shed both blood and tears to forge this Valkyrian shield and spear. As you will observe, their powers exceed even the originals. Stop this! Haven't enough men died? Why are you doing this? Why we fight for our dream. Do you not think that reason enough? So many have died for less. Besides, we must. Rightful vengeance must be meted out. What is this? We were born an imperial prince, but our mother was of low station. For this, our father shunned us. The other heirs saw us as a threat to their ascension. They bombed our train when we were but a child. Though we survived by some cruel miracle, the fates were not so kind to mother and the rest. On that day, we swore an oath. We would take the Empire and the Emperor's throne for our own. Okay, ich interpretiere das jetzt mal so, dass er sauer ist. Ich würde aber sagen, ich mache nicht mehr den... die nächste Mission. Es ist einfach schon zu spät geworden. Lass uns doch einfach noch ein bisschen Erfahrungspunkte ausgeben.
Und dann war's das auch für heute. Ich frage mich, ob das so wirklich gedacht war oder ob ich es mir unnötig schwer gemacht habe. Gucken wir mal, wir kriegen ja noch eine Medaille. Yay! Hat sie jetzt immer noch das Mützchen auf? Oder lässt es jetzt weg? Lieutenant Welkin Gunther, step forward. In honor of your manifold accomplishments, you are hereby awarded this honor. Highness, it's an honor. Aha. Wofür bekomme ich das? For your squad's exemplary performance in the final battle, this royal award. Thank you, Your Highness. Waffen. Können wir brauchen. May your allegiance to Gallia. Was mehr nicht? Evermore. So. So, jetzt wollte ich mal kurz. Decorations. Aha. 500 Gegner besiegt. Oh, okay. Schon so viel. Das kommt davon, wenn man immer alles umschießen muss. So. So, du Kumpel am Friedhof. Du hast doch jetzt hoffentlich richtig was Cooles in der Hinterhand. Hello again, son. I'm sorry, but I have nothing I can teach you now. Work at making the last one yours. Okay, es gibt noch einen letzten. I hope we'll meet again. Should you wish, you can likely find me here. Es gibt noch eine letzte Order. Okay, die gibt's wahrscheinlich extra fürs nach dem Finale. Wie, kein Laserschwert? Ja, Schweinerei, oder? So. Was haben wir denn hier? Welcome to your worst nightmare, maggots! Train all you want! I've got all day! So, die Lancer. Liebe Lancer. Ihr braucht jetzt ein bisschen hier. So. Den nehmen wir noch dazu. Trooper, Sniper. Ich würde jetzt eher zu Troopern tendieren. Oder wir machen Scout und Engineers. Können wir beide machen. Machen wir Trooper. Oder Sniper? Ich weiß es nicht. Komm, Trooper. Cooper Trooper. Ja, ich will immer Stormtrooper sagen, das sind ja Schocktrooper. Zu viel Filmschau. Come back anytime you're ready to sweat. So. Fällt mal ein. Wir haben keinen verloren. You should take a look at the master list. Neue Rekruten? Womit habe ich das verdient? Ich habe ja schon gar nicht mehr damit gerechnet. So, wer ist denn neu? Audrey! Hallo Audrey! Ein Lancer! Mhm. War's das? Nur Audrey? Okay. Stormtrooper, die treffen doch alle daneben, zumindest im Film. Oh, hier in dem Spiel auch. Hat sich gelegt, seit sie Flammenwerfer bekommen haben. Vielleicht sollte man das für den Film in Erwägung ziehen. Ach nee, bevor ich hier mache, will ich nochmal nach den Waffen gucken. Das fand ich jetzt spannend. Wie kann denn das jetzt sein?
Kann mich. Eigentlich gebe ich doch immer Lago bevorzugt die coolen Waffen. Wieso hat denn sie jetzt. Sie hat eine, die schlechter trifft. Das ist die Standardwaffe tatsächlich wahrscheinlich. Mit 1400. Und das war in dem Fall tatsächlich besser, als besser zu treffen. Ei, Lago. Die Standardwaffe wäre wahrscheinlich besser gewesen in dem Fall. Gut zu wissen. Das merken wir uns. Dann hätte ich gar nicht Lago. Ja doch, Lago wegen der Extrazüge. Aber sonst. So, und was haben wir jetzt eben? Hier, das Max 30R. Das ist nice. Wem gebe ich denn das? Rosie! Natürlich, Rosie. So. Und der Hannes, der kann vielleicht auch mal was Besseres bekommen. Ja, Besseres. Eigentlich kann das auch so bleiben. Ist ja spannend. Ist ja spannend. So. Ach nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Come back. Immer noch nicht. Haben wir noch neue Spezial? Nee, haben wir nicht. Okay. Sonst hätten wir uns ja noch überlegen können, vielleicht noch eine Runde zu machen. Hier können wir noch Schaden draufhämmern. 50.000. Gut, gucken wir jetzt mal, was wir sonst noch für Möglichkeiten haben. Guck mal hier. Da haben wir dann nämlich die ganzen Standardwaffen aufgepeppt. Und das war gar nicht so schlecht. Jo. Spannend. Gut, dass wir das gemacht haben. Aber blöd, dass wir zu spät gemerkt haben, dass es eine gute Idee wäre. Ja, hat auch was für sich. Mehr Reichweite. Mehr Schaden, ja. Das wäre unser Flammenwerfer. So, wir kämpfen jetzt als nächstes gegen Maximilian in einer Steampunk-Rüstung. Oder sowas, ne? Besser spät als nie, ja. Könnte uns da... Also das letzte Mal haben wir ja schon seine... ich habe schon wieder den Namen vergessen. Von der, ist eine Walküre genau so gegrillt, indem wir einfach nur voll draufgehalten haben mit dem Flammenwerfer. Wäre halt auch nicht schlecht. Dann ist aber schon alles an Power-Up durch. Rüstung haben wir eh schon komplett durch. Gut, dann Scharfschütze. Flammenwerfer. Und dann haben wir ja die Panzer. Wäre es gut, die Panzer vielleicht nochmal zu stärken. So, die sind... Moment mal, das sind... Doch, das sind die Maschinen, ganz genau. Die brauchen auch 50.000. So. Das hier können wir noch nicht aufpowern. Aber das können wir aufpowern. Die treffsicher. Und den Flammenwerfer können wir aufpowern. So. Und dann ist auch nichts mehr übrig. Naja gut, wir könnten hier noch Added Effect, aber das ist dann eine andere Waffe vermutlich. Die wir dann ausrüsten können. Auch eine Möglichkeit. Moment, was haben wir denn da für einen Effekt? Wenn wir nämlich jemanden HP runter, hilft das bei einem Bossgegner? Edelweiß oder doch eher edelgrau?
Edelweiß, genau. Ja, aber dafür haben wir jetzt zu wenig noch übrig, fürchte ich. Überlege ich gerade, ob HP runter bei einem Bossgegner hilft. So, da ist nämlich jetzt nichts mehr übrig erstmal. Rüstung wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Vielleicht mache ich auch bis zum nächsten Mal nochmal irgendwie ein paar Skirmishes und verbessere die Edelweiß noch ein bisschen, weil wenn es schon der nächste, wenn es schon das Finale ist, könnte das helfen, ne? Come back again soon, bro. So, ich würde jetzt aber auch sagen, oh, Personal Tab. Ach so, weil wir jetzt da einen neuen Rekruten mit drin haben. So, ich würde sagen, ist auch schon spät genug. Wir machen Schluss für heute. War mir wieder über ein Fest mit euch. Nächster Stream ist schon morgen, 20.30 Uhr. Da spielen wir Detroit Become Human, beziehungsweise ich sammle Trophäen. Wir spielen das Spiel also nicht so richtig, sondern wir spielen Teile durch, die ich bei meinem Let's Play halt nicht gewählt habe, damit wir die Trophäen einsammeln. Wie gesagt, morgen 20.30 Uhr. Detroit wird Mensch. Einfach Panzer gegen Maximilian. Ja, stimmt. Das ist das Einfachste. Detroit wird Mensch, genau. Detroit Become Human morgen 20.30 Uhr. Ansonsten pflege ich hier auch meinen Zeitplan. Sonntag, Montag update ich das immer für die nächste Woche. Oder ihr schaut in meinen Discord-Server rein, den gibt's auch noch. Oder ihr lasst euch einfach überraschen, wann ich mal wieder live gehe. Nächster Valkyria Chronicles Stream wahrscheinlich nächste Woche 20.30 Uhr. Das schätze ich mal, aber wie gesagt, schaut einfach in die entsprechenden Zeitpläne. Und dann werdet ihr es schon sehen. Aber ich glaube, das ist relativ sicher. Doch. Ansonsten dienstags meistens Genshin Impact und jetzt am Freitag Detroit. So, das war's auch für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaf gut, wacht erholt auf, habt einen tollen Tag morgen und falls wir uns nicht wiedersehen, auch ein schönes Wochenende euch, meine Lieben. Das war's dann für heute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Gute Nacht. Ja, dir auch.